ernst bin, ey. Hallo, willkommen zurück zu Stellaria. Holy shit, da hast du schon angefangen. Krass. Okay, okay. Bau mir mal irgendwie so ein bisschen Plattformen, damit Wieso ich... brauchst du Plattformen? Ich hätte gern Möglichkeit, Lagerfeuer zu setzen oder Herzlaternen. Die hält er, glaube ich, nicht ewig. Ja, du musst da auch normale Blöcke hinbauen. Was sind normale Blöcke? Was macht man damit? Ich muss jetzt erstmal wieder meine Bullets austauschen. Gegen Chlorophyll. Schwächer. Treffen wir aber immer. Stimmt, das ist glaube ich sogar besser, ja. Mit der Tatsache, dass unsere Waffe ja nicht unbedingt die treffsicherste ist. Oh ja, stimmt. Das ist. Ist da nicht so gut. Hast du recht. Ja, dann bau deine 5 Tonnen Waffs. Ja, wohin? Bin ich blind? Ja, du, wenn du diese Dinger. Gib dir doch Blöcke und platzier sie. Ja, warte. Ich brauche Blöcke. Was nehme ich denn? Ich habe wirklich okay. Holz mehr. Ich habe mich für Sachen entschieden und kann jetzt anfangen. Okay, Manas alle. Ja, okay. Platzierst du Blöcke? Nein, also. Bist du da? Ja, da kannst du jetzt Sachen drauf und drunter bauen. Warum sollte ich was drauf und drunter bauen wollen? Ja, ich dachte, du willst deine Dinger anhängen. Bist du eigentlich Wahnsinn? Deine Herz da. Ja, genau das da. Und das da. Na, deine. Ja, genau. Fehlt jetzt noch was? Ahnung, denke ich. Ich habe nur die Sachen im Inventar. Wenn es noch andere Sachen gibt, dann vergesse ich es einfach. Okay. Kann ich dann den Köder werfen? Wenn dir das so reicht und wir nicht das noch auf der anderen Seite machen wollen. Bleib einfach immer in der Nähe davon. Ja, okay. Ach, wir brauchen das sowieso nicht. Was heißt, wenn ich nichts drücke? Ah, da kommt doch nichts. Willst du ihn gleich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen? Sicher. Wir können es probieren. Okay, los geht's. Ja. Okay, ja, ich hab Touch. Wieso ist der so schnell tot? Ich meine, ich habe erst, als er schon gespawnt ist, den Schwierigkeitsgrad hochgemacht. Vielleicht hat das wirklich mit der Lebensleiste. Meine Treasure Bag, sammel sie doch ein für mich. Kann ich nicht. WTF, wieso kann ich so gut schwimmen? Geil. Ja, wegen der Celestian Shell. Wir können ihn auch gerne unter Wasser bekämpfen, wenn du willst. Nein, so geil ist es dann doch wieder. Okay, der müsste jetzt tankier sein. Okay, meinetwegen, ich kann ihn unter Wasser. Kann ich unter Wasser ein Lagerfeuer setzen? wenn du das richtige Lagerfeuer nimmst, dann schon. Welches muss das denn sein? Entweder Korallen oder das Cursed und Ichorisch. Oh mein Gott, er macht Angriffe, Dennis! Ja, das tut er. Ist ja auch ein Gegner. Bin fast tot. Oh mein Gott, Alter, wie hat der denn so viel Schaden gemacht? Weiß ich nicht. Ist er nicht reingeflogen oder was? Oder war das wirklich aber nur die Haie? Ja. Ich stand im Tornado. Ja, okay, da stand ich auch drin, aber ich glaube nur in der obersten Hälfte, nur ganz kurz. Ich müsste jetzt eigentlich ein Eisschild haben. Oh ja, da ist was Blaues um mich rum. Nicht sehr groß. Wo zur Hölle? Bin ich gerade auf dem Tornado gelandet? Ich habe 983 Platinum gedroppt. Wieso war ich so reich? Bitte sag mir, dass du den schaffst. Drück H. Wahnsinnige Sekunden, du musst das hinkriegen. Triff ihn! Was zur Hölle? Okay, er ist tot, aber warte, wie komisch der immer spawnt. Meine Treasure Packs? Bitte geh unter Wasser kurz. Okay. Direkt dort, wo du bist. Danke. Okay, ich bin jetzt da. Ja, ich hab sie. Ich hab 2. Du brauchst eine von meinen. So, ich hab das Relikt researched. Hier, gönn dir. Ich hab Treasure Pack researched. Wir können hier einfach schwimmen? Krass. Ja, wir können ja auch einfach atmen. Wieso war der jetzt so schnell tot?
Wir waren von Anfang an auf Master, also daran lag's nicht. Er hat aber länger gebraucht. Ja, du hast also vielleicht echt recht mit dieser Lebensleistentheorie. Oh, danke für die Thresher. Wir haben halt recht guten Damage Output. Oh lol, ich habe immer noch. Ja, warte mal. Oh mein Gott, ich habe Akalis bekommen. Ich habe immer noch das Red-Ding. Das macht er gar nicht so viel, glaube ich. Nettes Schwert, Akalis. Masterful Tempest Stuff. Oh, das ist ein Summon. Nee, wer braucht sowas denn? Sharknado! Ich hab Fisch. Ja, Shrimpy Truffle gewinnt auf jeden Fall. Razor Typhoon. Bubblegum und die macht sogar Damage. Razor Blade Tycoon. Oh, irgendwie ist der gut zugegeben. Das ist eine Mana-Waffe, okay. Man kann es sein, dass man mit dem ewig in der Luft schweben kann? Wie geil ist das denn? Sollte das aber nicht gehen. Mit allen anderen bin ich bisher irgendwann gesunken. Deadly Tsunami. Holy shit. 5 Pfeile gleichzeitig. Stärker als Daedalus, schon klar. Aber Daedalus ist lustiger. Oh, Flareon. Lol. Das ist witzig. Aber nicht gerade stark. Ich glaube, ich habe alles. Kommt irgendwie nichts Neues mehr raus. Ach, die Flügel. Quick Travel in Water. Ja, kann ich aus dem. Slow Flow. Ich glaube, die anderen sind besser mit Betsy, wenn ich das richtig beurteile. Also im Ernst, das Einzige, was ich von dem benutzen möchte, ist das Haustier. Okay, ich glaube, wir haben alles, wenn er nicht noch irgendwas Besonderes droppt. Wir brauchen aber noch seinen Master Mode Pet Drop. Ah, aber aus dem Flasherback haben wir, glaube ich, alles. So. Duke Fishron. Was? Droppt er. Ja, hast du eine Trophäe bekommen? Ich nehme nicht. Was ist das Relikt? Eine Trophäe. Und ein Relikt habe ich auch nicht bekommen. Ja. Das Relikt habe ich, glaube ich, bekommen, aber die Trophäen nicht. Ja, das muss er ja gedroppt haben. Also machen wir jetzt erstmal Pork of the Sea. Mini-Fischron. Oh, der ist süß. Vielleicht benutze ich den sogar. Und danach stellen wir auf Johnny und machen die Trophäe. Das ergibt Sinn. Und du bist derjenige, der ihn spawnen darf. Bin ich bescheuert? Wie schreibt man den Fisch ran? D-U-K-E. Das ist der Duke. Das ist der Duke, sure. Der Duke Nukem? Nein, der Duke Fischron. Ist bei dir falsch. Also der Duke Nukem. Okay, irgendwie ist das vertikale Movement besser, wenn man nicht auf so einem Mount ist. Wieso ist der so vielleicht hätten wir auch nochmal auf Master stellen sollen. Ja, ich dachte, das machst du. Ich habe jetzt zu spät drüber nachgedacht, als ich dann registriert habe, wie scheiße seine Lebensleiste ausschaut. Okay, ich stelle jetzt hoch. Muss das doch nutzen, dass er jetzt schwächer ist. Wieso schieße ich dann eben? Vor allem skippen wir damit quasi die allerletzte Phase. Scheinbar, weil er nicht rechtzeitig. Keine Ahnung, er ist einfach zu lahm oder was? Ist der Grund dafür. Okay, schieß einfach und jetzt ist er auch Meister. Mann, tut aber weh. Hast du jetzt eigentlich auch ein Schild, das. Damage, den ich kassiere. Oh, da war die Trophäe. Nice. Mhm. Das hilft uns aber. Und der Master Drop ist auch dabei. Was? Als ob. Den hätte ich gerne übrigens. Ja, muss ich erstmal scannen. Tausch das erste Mal in 100 Jahren mal das Pad aus. Pork. Oh, danke, ein Pork. Und jetzt können wir Martian Madness noch direkt hier machen.
müssen wir aber die Spawns aktivieren, die ich jetzt nicht aktiv habe aktuell. Gegner-Spawns. Nicht die Infektion. Okay. Dann gucken wir mal. So weit komme ich nicht hoch, Mist. Hm? Ach so, du meinst, es ist sinnvoller. Kannst du nicht unendlich fliegen? Ich nämlich schon. Hä? Wie jetzt? Mein Mount. Mit der beste Wink ist man doch nicht. Also. Ja. Ja, keine Richtig. Ahnung, ich habe nur das Long My Mount da drin. Ihr seid nur Harpy. Da ist ein UFO. Ich muss mich scannen lassen, richtig? Ja, oder du zerstörst, es geht beides. Echt? Oder? Ich dachte, damit verhindert man es. Es ist abgehauen. Jedenfalls die Invasion da. Ja, ich hab's geschafft. Hintergrund. Wo kämpfen wir die jetzt? Einfach hier auf der Plattform? Keine Ahnung. Also, ist ja eigentlich relativ wurscht, lieber. Achso, wir müssen ja in der Nähe von unseren NPCs, glaube ich, sein. Müssen wir? Wieso sind die? Weil unter uns der Guide wohnt. Oder nicht? Gut, du hast recht. Warum bist du jetzt unter mir? Warum nicht? Okay. Er weiß auch nicht. Kämpfen wir sie halt. Deine Elf gezählt. War dein Leben. Heilige die Prinzessin! Ganz gemeint. Du, geh weg von der! Warum? Sie stirbt, sie wird angegriffen. Ich weiß nicht, wie die ist, mir wiederkommt. Die ist genauso pink wie die Partygirl, ja? Macht mir Angst. Na gut. Bei welchen NPCs willst du dann lieber kämpfen? Ja, bei uns. Über Wieso Haus laufen die eigentlich? Weil ich mich nicht direkt ins Haus teleportieren wollte. Okay. Du kannst ab jetzt zu mir kommen. Auch halt. Wir können dann die Banner hier austauschen. Wir machen ja nie wieder den Schmarrn. Oh, mein Mini-Fischmann. Siehst du den? Cool. Wäre das nicht auch? Tesla Turret, cool. Krasse Lieder drauf. Was suchst du denn? Willst du sie auf Dunderf bekämpfen? Ja. Klingt. Habe ich die Luck Potion schon konsumiert? Luck Battle Potion. Also ich nicht. Dumme Frage, aber wo ist eigentlich die Glücksnacht? Ich sehe nur Aliens. Oh, wir sollten das ja eigentlich ändern können. Lassen wir die Zeit mal voranlaufen. Ja, komisch. Da ist sie. Lass uns aber mal voranlaufen. Ich weiß nicht, ob das. Vielleicht kommt die visuell einfach gar nicht. Wieso zur Hölle stirbt er so schnell? Achso, Johnny, Mann, deswegen. Ja, gib mir die Bubblegun. Okay, die Waffe hast scheinbar du bekommen. Nice. Nur Schuhe. Die kriegst du. Oh, da ist noch einer. Was ist das denn für eine Waffe? Boah, danke, die krieg ich. Hä? Irgendwie macht die nichts. Brauche ich für die Munition? Da bin ich doof. Egal. Hier kannst du haben. Haben die Martians jetzt irgendeinen Drop, für den wir höher schalten müssen? Wahrscheinlich schon. Ich such mal nach. Der Martian Sorcerer. Weird. Der hat einen Master Drop. Logisch. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt kommen würden. Ich glaube, die Martians haben das irgendwie. Weiß ich auch nicht.
Ist egal, ist nicht so, als bräuchten wir die unbedingt, aber... Ich habe genug von den Martian Conduit Plating, falls du davon ein Stack willst. Ist das Event schon vorbei? Müssen wir die nochmal machen? Ja, das Event ist schon vorbei. Das ging mir zu schnell. Warte mal, vielleicht jetzt nochmal eine nette Nacht kommen möchte. Wahrscheinlich. In der Zwischenzeit gehe ich mal woanders. Für mich nicht nach einer Laternennacht aus. Ja, was soll denn das? Funktioniert halt nicht. Xeno. Das ist ja mein Upgrade eigentlich. Der Xeno-Popper oder was? Er ist eine Range-Waffe. Verständlich. Wir haben sie! Macht die Nacht nicht aus. Ich hab's nur nicht gesehen, weil ich zu weit oben war, aber hier unten ist Laternennacht. Schön. Ah, okay. Wirklich man schön. Sieht das da oben also wirklich nicht, okay. Ja, ich werde trotzdem ins Weltall gehen und den nochmal eine Alien suchen. Also, Reforge. Was wollte ich Ruthless? Na, ja, du kannst ja nochmal einen neuen suchen. Ja, irgendwie will keiner spawnen gerade. Vielleicht haben die auch keinen Bock mehr. Erst in ein paar Tagen. Ach, scheiße. Jetzt habe ich Ruthless überklickt. Ich depp. Passiert. Wo ist denn R? Ich such doch nur nach R. Das Teil will mir kein R geben. Warum ist der Goblin Tinker immer so gemein sein? Gib mir endlich R! Also. Lang genug gedauert. Der Xenopopper. Ist der dann unreal? Weil ich. Muss ich jetzt nachschauen für dich? Wär nett. Ist unreal, ja. Soll ich den jetzt auch benutzen statt Schengen? Ist deine Sache. Der schießt doch nur Blubberblasen. Nicht nur. Blubberblasen machen nicht mal Damage. Oh, nur ein Bullet, aber 4 bis 5 Projektile. Klingt doch gut. Ja, darfst mir gerne eins geben. Ich research es aber nicht. Du hast es davor noch nicht researched? Egal, es droppt sich ja nochmal. Nein, das meinte ich nicht. Reforge. Sag immer mal gerne den falschen Begriff, ja. Das brauchst du auch nicht. Also bist du noch dabei, einen. Ja, es kommt einfach keiner. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Ja, keine Ahnung. Was sind denn die Spawnbedingungen davon? Ja, irgendwie einfach nur außerhalb? Oder darf es nicht Nacht sein? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich schon, aber... Ich weiß, dass man am Rand sein muss. Relativ weit halt. Und ganz weit oben wäre auch nicht schlecht. Keine Ahnung.
Natürlich will man nicht schon gekillt haben hier. Bin ich am falschen Ozean? Kann doch eigentlich nicht so wichtig sein. Ich hätte da einen Cooldown zwischen dem Event. Muss es nochmal kommen. Ach, scheiße! Ich hatte eins! Aber dann wird's abgeschossen von mir. Ah, da oben ist aber wieder eins. Echt jetzt? Dann kommen so. Die nur rechts. Er war rot. Ja, okay, nice. Oh, achso. Okay, machen wir die jetzt auf höheren Schwierigkeitsgraden? Klar. Battle. Und. Great. Bin tot. Und. Warst du Holy schon tot? Beinahe. Ich habe einen Brain Scrambler bekommen. Jetzt bin ich tot. Alter, warum macht die so viel Damage? Ja, ja, sollten halt aus dem Gebäude herauskämpfen oder so. Was machst du denn unten? Oh, meinetwegen. Das ist gar nicht mal so dumm, weil die können uns hier unten nicht zum Teil zumindest nicht abschießen. Und die meisten von denen fliegen ja nicht. Dumme Aliens können nicht fliegen. So, ich habe einen Brain Scrambler bekommen. Ja, das ist das Mount von dem. Wie krass. Das ist echt ein Glück. Das war das jetzt schon klar. Erhöht das Glück, das war mein Ziel. Ah, du hast recht. Das liegt nur an dieser Nacht. Das Schicksal. Oh, der scheint jetzt durch Blöcke angreifen zu können. Ja, ja, das sollte vorher aber auch schon gegangen sein, weil das ist ja doch ein Update im Allgemeinen passiert. Oh, ich bin tot. Habe ich nicht difficulty based. Greif ihn bitte an. Ja, tue ich. Bin einfach sicher, dass du nicht unter ein bisschen lasert. Ah, ja, aua, 160 Damage. Aber ich habe scheinbar einen Banner bekommen. Schon mein zweites. Oh mein Gott! Ich war gerade in meinem Inventar! Spiel einfach nicht pausiert. Was für ein Bug. 20 Sekunden. Das dauert länger, weil es ein Boss war. Mein Gott, Mensch. Naja, ist nicht so, als würden die despawnen. Also er selbst schon, aber zum Ende ja nicht. Ja, aber er ist der, weshalb wir überhaupt auf Master spielen. Das stimmt wohl. Willst du erst dann auf Master umstellen, wenn einer gespawnt ist? Ich will einfach, dass die Gegner mir nicht auf den Sack gehen. Fertig. Ist das zu viel verlangt? Ja, absolut. Aber es... Was soll man? Lebst du noch? Keine Ahnung, ich halte nach oben gedrückt, da hält er sich an scheiß Seil nicht fest. Flieg einfach mit deinem Fischhorn. Ich nehme keinen Fischhorn. Wieso nicht? Was für ein Mount ist denn besser als Duke Fischhorn? Ich bleibe bei meinem Fastfall, ja. Ich habe noch keine Portal mehr. Ich benutze das ja so oft, dass der Fastfall so nützlich ist. Ja, natürlich. Also im Kampf vielleicht weniger. Haben wir da unten so ein Schiff? Hier ist ein Martian Saucer, ja. Ich dachte, du. Oh, du hast noch gar nicht bemerkt, dass er da ist. Ich habe schon gemerkt, dass er da ist, aber er wartet auf einmal wieder weg. Nö, der war immer noch ein bisschen niedriger für eine Sekunde. Au! Oh shit, jetzt lasert er mich auch. Was hat denn zu mich geschossen? Weiß ich nicht, was genau das war, Mann. Ich habe ihn aber bald, er ist halbtot oder so. Zweite Phase gleich.
Ja, okay, jetzt ist die Lebensleiste. Oh mein Gott! Ja, davon darfst du dich nicht treffen lassen. Nutzt deine Flügel, du kannst schnell genug wegfliegen, wenn du seitlich fliegst. Ich bin auf Fisch dran. Aber ich mach genau das jetzt. Ich wollte eigentlich unter der Plattform bleiben, aber ich kämpfe jetzt nach dem Motto, ich verfolge ihn bis er stirbt. Okay, er ist geplatzt. Ich habe seine Trophäe und ich habe ein Wo ist er geplatzt? Ein Elektrosphäre-Launcher habe ich bekommen. Ein Cosmic Skateboard und eine Sorcery. Warte, das ist es ja! Nice! Okay. Mehr brauchen wir doch von dem nicht. Kannst du die Difficulty bitte umstellen? Okay, erledigt. Oh Gott. Wo bin ich? Erkenn mich nicht! Kletter hoch! Wo bin ich? Auch noch ein Papa von ihm, glaube ich. Der hat einiges an Drops, Mann. Oh, da ist er einer. Nice. Okay, gönn dir. Deadly Xenos da. Da ist noch einer, nice. So, jetzt sind wir auf Mark. Normalen Journey. Ich irgendwie nicht. Oder kommst du langsam? Was? Nicht du, er. Naja, jetzt ist er da. Ich bring ihn mal langsam, aber sicher mit hoch. Cosmic Skateboard habe ich auch. Cool. Der Dropshots. Respekt. Mein Inventar ist jetzt übrigens voll. Ja, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, die droppen sogar ihn ein, diese Regenbogen-Items. Okay, das war auch nur ein 10er-Popper. Wir haben noch keine wirkliche Übersicht, oder? Auf der Seite des Events stehen da alle Items, die das Event eingeben kann, oder? Stimmt. Das war so ernst gemeint. Kannst du die Gegner... Ja, ich kann sie ausschalten, wenn das deine Frage ist. Weil ich möchte dir jetzt nämlich die Drops geben, die du sicher abbildst. Also Skateboard hast du selbst, hast du gesagt. Scanne ich also ein. Brauchst du einen Elektrosphäre-Launcher? Ich glaube, den habe ich dir vorhin schon gegeben. Soll ich das jetzt extra nachgucken, oder was? Nee, passt schon. Ich scanne einfach und du kannst mich dann nachher fragen, ob ich was habe, was du brauchst. Ich will erstmal wissen, was alles existiert in dem Event. Ich glaube, ich habe 3 Banner. 4 Banner? Das sage ich dir nicht, aber der Typ hat echt viel Drops. Gebt mir ja die Munition aus, wenn der so weit. Und wie findest du den Xenokopper? Ja, eigentlich ganz nett. Das erinnert mich auch wieder an den. Interessant. Die Schüsse gehen immer zu meinem Cursor, also zu der Position, zu der er gerade ist. Also verstehst du? Die da rauskommen aus dem Barrel. Du kannst den steuern, je nachdem, wie weit weg dein Maus ist. Ja. So kann man es auch nennen. Ja, nicht, dass das bei der Munition relevant hätte. Okay, Contents. Characters, Unique Drop. Martin. Conduit Plating haben wir. Laser Drill hast du nicht, oder? Okay, Sekunde. Laser Drill. Nein. Und der Anti-Gravity Hook? Nein, das meiste, was der droppt, haben wir noch nicht. Wieso der? From das ist all alles enemies. Sein. From all enemies steht da bei den beiden Items. Okay, gut. Außer der Sorcerer. Der. Okay, hier sind sehr viele. Also Tesla Turret, Martian Drone, Skookfix, Martian Walker und Sorcerer sind die Exceptions. Hey, ja, Tesla Turret Banner habe ich. Okay. Oh, okay, vom Martian Kostüm fehlt mir die Maske. Hast du die? Warte mal. Nein, ich hatte nur die Füße. Ach, und die habe ich dir gegeben. Verschiedene. Okay, also von der Uniform habe ich den Torso und die Schuhe. Aber es gibt noch eine andere Martian Custom. Also Kostüm. Ich habe gar keine Social Slot Items von denen. Okay. Ja, ich weiß, das warte ist sehr mal, ich editiere mal die Page und lösche alle Items, die wir schon haben. Also gute Idee, editiert einfach das Wiki für seine eigenen Zwecke.
Charged. Ja, das ist ja nicht umsonst, wird das auf meinem PC gespeichert. Muss es, sonst kann es dir nicht angezeigt werden. Und genau deswegen kannst du es editieren. Geht auch, geht. Da hört er komplett auf zu reden. Lol. Stört's dich, wenn ich kurz AFK bin? Okay, Laser Drill, Anti-Hook, Martian, Custom. Ich dachte, da muss man Fragen beantworten, aber okay. Ich die Fragen beantworten? Hast du den Brain Scrambler? Oh ja, den habe ich bekommen. Ja gut, den hätte ich gerne. Nö, kriegst du nicht. Und jetzt bin ich AFK, also sag nix. Warte mal, die sind dir gar nicht angezeigt. Was zur Hölle? Die habe ich schon, die habe ich aber noch nicht. Okay. Gut zu wissen, dass das da steht zumindest. Wieso redest du? Ich habe gesagt, sag nichts. Darf ich nicht sagen? Okay, doch, aber halt nichts mir gegenüber. Ach so, lol. Alter. Ist das interessant. Der Laser Drill und das Charge-Ding, das war damals Martian Sorcerer Drop, aber das haben sie abgeändert. Komisch, ich sehe den Laser Drill immer noch dort. Bin ich auf der falschen Wiki-Seite? Da steht Only On und dann das Symbol für T-Mod Loader. Hä? Ach, das da hinten? Oh. Aber dann sind alle seine Drops nur T-Mod Loader. Hä, was? Doch nicht alle. Nur die paar, wo das da steht. Oh. Alle anderen Sachen haben eine höhere Dropchance bekommen, weil die drei Sachen rausgefallen sind. Verstehe. Na gut. Meinetwegen. Ich glaube, wir haben drei von seinen sechs Items. Naja, und wir haben seine Trophy noch nicht. Ja. Den Influx Wafer haben wir auch noch nicht, oder? Ich suche, aber ich denke nicht. Den Electrofuel Launcher haben wir. Ja. Brauchst du den? Nee, habe ich dir schon einmal gegeben, glaube ich. Den Cosmic Car Key haben wir, glaube ich, nicht, oder? Ich nicht, ich habe nur ein Skateboard. Okay, den Xenon Stuff auch nicht. Den Xeno Popper haben wir, die Laser Machine Gun auch nicht. Interesting. Okay. Ich muss jetzt eben was machen. Ich brauche Music Box. Und dann muss ich runter zur Partyquelle. Ich warte hier, damit du dich ganz bequem wieder zu mir teleportieren kannst, sobald du die Martian aktiviert hast. Weißt du, was ich gerade mega witzig finde? Was denn? Hier ist irgendwo noch ein Martian-Gegner, deswegen habe ich hier noch die Musik! Oh. Ich habe mir schnell die Musikbox gegönnt, bevor der Gegner gespawnt ist. Und okay. Diese Musikbox dann einfach in deinem Inventar, oder wie funktioniert das? Der Sorcerer hat keinen Banner, oder? Keine Ahnung. Okay, ich dachte, du wärst auf seiner Page oder so. Ach so, du redest vom Martian Sorcerer. Nee, ich sehe hier keinen Banner. Ist doch ein Boss. Alle ja, anderen haben Banner. Wollt nur sicher gehen. So viele Gegner sind es ja gar nicht. Und vier Banner habe ich dir schon gegeben. Martian. Okay, Brain Scrambler ist in der Liste hier. Was ist das? Martian Grey Grunt. Ist in der Liste hier. Grunt? Ist das ein Team Rocket Grunt? Ja, im Englischen schon. Das echte Wort für Rüpel? Ich fand, Rüpel ist schon immer so ein komisches Wort gewesen. Kenne ich nur dein Pokémon, ganz ehrlich. Okay, Martian Officer hast du mir gegeben. Mhm. Und Martian... Nee, das hier heißt auch... Okay, Martian Tesla Turret. Hast du mir auch gegeben? Ja, den Brain Scrambler hast du selbst gedroppt bekommen, sehe ich im Chat. Geiger Zapper.
Und den Grey Grunt hast du auch selbst gestoppt bekommen. Und den Ray Gunner. Oh, ich habe einen Giga Zapper getötet, den suche ich mal schnell noch raus. Und Warte dann. mal. Dann fehlt also noch ein Scutfix, Dann habe ich die eh schon gegeben. ein Walker, eine Ja. Drohne Ja. und den Engineer. Also falls die alle ein Banner haben, das was jetzt nicht, weil ich jetzt nur die Gegner hier anschaue, aber ich denke mal, dass sie Banner haben. Was für ein Engineer? Martin Engineer. Oh, da. Also der Scutflix, der kann droppen. Das komplette Martian-Kostüm mit 0,5%. Der Brain Scrambler mit 1%, was zur Hölle, den habe ich instant gekriegt. Und ein Banner hat er auch. Und sein Viech hat auch ein Banner. Toll. Also der Reiter und das Viech hat ein Banner. Martian Walker. Aber das sind zwei verschiedene Gegner gewesen, oder nicht? Nein, der eine sitzt doch auf dem. Aber sie haben zwei Lebensleisten, ja. Der Martian Walker hat auch ein eigenes Banner. Martian Drone hat ein Banner. Ja. Martian Engine hat ein Banner. Jeder hat ein Banner. Alle haben Banner, außer der Saucer. Ach so, also der Scutfix Gunner, der war aber nicht extra aufgelistet auf das, oder? Oder? Was? Ja, oder ist das der Ray Gunner? Ja, denke ich mir gerade auch so. Sieht jedenfalls aus. Nee, der ist nochmal irgendwie. Ja, das ist irgendwie. Separat. Der ist separat. Okay, also sind das zwei Gegner in einem? Ja, okay, das ist sehr Ja, witzig. krass. Was für eine Erfindung. 2 in 1. Ist ja beinahe so wie. Ja, genau. So. Gut gesagt. Ah, ich hatte sogar Glück, dass ich hier oben gespawnt bin. Okay. Okay, der sollte ja noch nicht despawn sein. Hi! Die Martians Martians are kommen. invading. Oh nein, Dennis, was hast du nur getan? Die Martians kommen. Irgendwann jedenfalls. Wo sind die Drohnen? Konzentrier dich auf die Drohnen, weil sobald die selbst mal beginnen, 28. zählt's, glaube ich, nicht als unser Kill. 28 haben wir von denen. Ja, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Für zwei Invasionen. Du verlierst einen Haufen Einsen, ich weiß nicht warum. Was ist für die Eins? Ja, um dich rum waren ein Haufen Einsen. Ist das? Ach, der mit dem Schild ist ein Ingenieur? Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ja. Was ist das denn? Ein Laserdrill, wie nice! Ah, cool. Komm zu mir, danke. Will den gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Nur wegen der extra Reichweite, die ich sowieso vergrößert habe. Oh, da kommt ein Boss. Ich hoffe, wir sind auf Johnny, sonst kann ich den nicht tanken. Okay, der kommt ja gar nicht zu mir. Cosmic Khaki, als ob. Richtig gut. Ja, und auch noch seine Trophäe. Als ob. Okay, wir haben echt Luck. Weil Trophäe, wir haben, glaube ich, immer noch Khaki. zwei Items. Ja, deswegen haben wir extra das Event an, wenn wir Luck haben. Xeno Staff und Laser Machine Gun, oder? Cosmic Und Khaki. Influx Vapor, weiß ich nicht, ob wir den schon hatten. Ja, die drei. Okay, das war Also, der was hast du? Xenophobber. Den kannst du mir Hallo. jetzt aber gleich liegen lassen. Danke. Na, der da. Ja, cool. Ich habe Xenophobber. Er ist deadly. Warum also nicht? Martin Officer. Hä? Okay. Oh, das Das ist ist nicht der irgendwie. richtige Gegner. Das wäre ein Engineer! Ich habe Uniform-Torso bekommen. Ah, okay. Influx Waver war dabei. Oh ja, den habe ich. Also mein netter Mann. Officer, Officer, Officer. Wer ist denn der Ingenieur? Der versteckt sich vor dir.
dieser Ingenieur. Er versteckt sich vor dir. Ah, der hat leider nur einen Influx-Waver gedroppt. Ah, okay. Okay, Influx-Waver war das Einzige, was wir Neues bekommen haben. Nein, ich gebe dir gleich den Laserdrill. Hier, ich muss den nur kopieren. Zähnepopper hattest du ja schon. Und alles andere habe ich dir hingeschmissen, also. Wir werden hier von Harpien überrannt und das ist nicht meine Schuld. Wir brauchen also noch Engineer, Drone, Walker, Scootfix, dann Anti-Gravity und dann noch die Martian Custom Kleidung. Ich würde sagen, einfach mal weiter töten. Schade, dass es immer von alleine vorbei ist irgendwann. Warte mal. Wir machen den nächsten Mal weiter, wir werden nicht vergessen, ciao. Tschüss.